Jo, hallo, moin Leute. Ja, wir betreten jetzt gleich das Valley-Gebiet. Und mit der Karte, die wir uns im letzten Teil besorgt haben. Und da müssen wir zu dem Oberboss hin. Tja, logischerweise nicht am Anfang rumsteht, sondern irgendwo ganz hinten. Ja, noch weiter weg. Ja, da müssen wir jetzt hinlaufen. Dann sage ich mal viel Spaß beim Zusehen. Und dann starten wir mal die Party. Die Tür ist auf. Bin ich, da bin ich. Ja, ich gehe mal vorsichtshalber schon mal in die Hocke, mach schon mal die Tarnung an. Da steht der Wachmann rum. Nein, das war schon wieder verkehrt. Miller, hier Jensen. Ich betrete jetzt Valley-Gebiet. Werden diese Typen die Ausgangssperre respektieren? Auf eigenem Gebiet? Sie drücken sie eher durch. Also Vorsicht. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Ja, da wäre der Gulli gewesen, den ich besucht habe. Ja, ist klar. Ja. Und da kann schon mal nichts mehr kommen. Oh, jetzt haben wir noch Granaten eingeflogen, ey. Wie doof, oder was? Doch wie? Nein. Ich brauche sie hier. Hallo?
nicht. Versteckst du dich? Oh, verschließen die ein? Das ist ja gar nichts mehr. Wo bleiben wir da? Ah, nicht. Munition einsammeln. Hat er ja eindeutig die falsche Munition gehabt. Oh, eine Biozeitung. Guck einer an. Hätte das gedacht. Oh, eine Kamera. Ja, die hätte ja wieder fast vergessen, das Ding, ne? Alarm. Wir machen das, was wir am besten können. Wir gehen in den Lüftungsschacht rein. Jo, so ist das. Aufprügeln macht auch überhaupt keinen Lärm. Das ist auch überhaupt nicht tief. Ja. Muss ja diese Knochen kriegen hier. So. Zumindest ganz unten angekommen. Boah. Ich muss nee, nach oben muss ich aber nicht. Ah, da los. Oh ja, und vergessen. Ja, wo das jetzt hergekommen, Leute, ne? Das ist jetzt echt blöd. Da ist auch noch einer. Ja.
Geh raus, ey. Nur das tut doch nicht Not. Irgendwo eben war noch zwei da, jetzt noch. Irgendwo muss der andere oder auch was sein. Ich komme hier raus. Ich glaube, das ist da oben. Ah, da ist sie. Ja, noch ein Stück zurück. Nein, noch ein Stück zurück. Oh Gott, ist das Ding empfindlich. Nein, das werde ich mit Sicherheit nicht mitnehmen. Das haut mir nur das Inventar voll. So. So, gehen hier. Zubehörteile. Sind noch mehr? Nein. Jensen, Marchenko muss doch einen Deal abschließen, richtig? Mit den Dvelis, ja. Ist nicht gerade viel, ich weiß. Schon möglich. Aber diese Typen sind die besten Schmuggler der Welt. Das heißt, gefälschte Papiere. Vielleicht finden... Sie was im Büro vom Boss? Wenn ich das Büro finde. Wir sind ja nicht so. So. Einmal in die Tarnung gehen. Da durch. Hier raus. Ach, tolle Aktion, ey. Wie hat der mich gesehen? Kann er doch gar nicht. Ich stelle mich mal ans Fenster. Oder auch nicht. Den machen wir auf Teambeschuss, der andere Roboter ist noch. So. Und dort durch. So. Oh. Nee, da geh ich nicht durch. Das ist doof. So. Auf nach oben. Toilette oder was? Jo, natürlich. Gucken, ob ich da oben hochkomme.
Ja, wie soll ich das machen? Da komme ich nie hoch. Nein. Oben aufgemacht habe ich das eben schon mal, ne? Kiste oder so, die ich eingrabbeln kann. Gucken. Das ist die andere Seite. Ja, da haben wir eine Kiste. Kiste falsch abgestellt. Ja, ja, war ja wieder klar. Alter. Stell dich mal richtig hin. Du liebe Güte. Was für ein Sprung. So. Latschen. Und dann da raus. Weiter schon. Ja, ja, klar. Nee, das ist doof. Ach toll, das hat sich ja unglaublich gelohnt. Ja. Eigentlich gar nicht. Na gut, dann lassen wir das hier. Dass ich dafür bezahlt werde. Muss ich eigentlich die andere Bombe nehmen? Oh Gott, ist das hell hier. Mein Knie tut weh. Inzwischen müsste es vorbei sein, oder? Jetzt habe ich die Tür zu machen. Siehst du das auch? Oh! Doof gelaufen, würde ich sagen. Ja, du mir das natürlich. Drei Lode rennen sie noch. Sag doch mal! Geh in Deckung! Ja, ich hab's nicht.
Ja, war ganz gut, echt laut, ne? Er muss woanders hin, ja, muss er gehen noch woanders hin. So wunderbar drunter verstecken. Ja, du bist du und nicht mehr. Geh da nicht hin und nicht nur was anderes. Ja, taktische Schrotflinte. Ja gut, brauchen wir nicht. Wir umstoppen, okay. Dunkles Bier. Jetzt können wir es eigentlich mal in den Computer gemacht. Haben wir ja schon gemacht. Ja, das haben wir ja schon gemacht. So. Die schmeißen immer noch Granaten. Ja, wenn sie dann glücklich sind, dann sollen das machen. Panik endet. Ja, gut. So. Wir sind noch kein Stück weiter gekommen. Aber richtig Platz gemacht. Auch immer noch auf irgendwas. Auf was schießen die denn? Ach, die schießen auf den Roboter. Ah, okay. Das ist ja so, und noch ein Stück nach oben. Wegen der besseren Übersicht. Auf den lieber Moment. Oh, auch noch, ja, immer noch reich. Lass den Roboter.
Na egal, ich bin doch nicht. Er hat was gehört. Na gut, er hat was gehört. Weg ist er. Ja, er hat was gehört. Ja, das war eine von diesen Spezialwaffen. Hallo? Genau, er hat ja schon eine Halle genommen. Ist ja der kommt da jetzt noch bei mir angelaufen. Hallo, ich bin hier. Für eine Zeit verschwenden. Ja, und das ist der große Boss. Das war der große Boss. So. Ah ja, gut, jetzt nehmen wir mal wieder alles mit. Was liegt da drin? Hin. Oh, hier liegt ja auch viel rein. Ich muss das erstmal alles einsammeln. Ja, natürlich, klar. So, enthüllen. Wie komme ich denn da hin? Gar nicht.
Och, den gehen wir da oben auch noch mal, wenn der schon mal dabei ist. Und was haben wir gekriegt? EP, klar. So, so was haben wir denn an Kameras anzubieten? Ja, die muss aus. Und die Tür müssen wir aufmachen. So, das ist unser Abgang. Was wir denn hier noch rumliegen? Oh, alles runterschmeißen. Ah, Hochstrom. Hacken 5, ja, klar. Gucken wir mal. Hacken 5. Enthüllen wir das ganze Ding mal. Da ist nur einer. Hier runter, da runter, da runter, da hin. Eigentlich ganz einfach, ne? Dann mache ich das eben so. Schade. Noch ein Praxis Kit, noch ein 3x-Code und ein bisschen Kohle. Und da ist auch noch was. So. Und noch ein Computer. So, einmal dahin drücken. Dann Auto vervollständigen, weil wir haben nämlich den Code. Und Enter. Miller, Matschenkos Ziel ist die Safe Harbor Konferenz in London. Gott, dort werden hunderte von Gästen sein. Wie schnell können wir handeln? Ich warne London und lasse Mac einen Plan zur Mobilisierung erstellen. Sie gehen nach Hause. Wir melden uns. Alex, das Ziel ist London. Die Dwelly schmuggeln Waffen und die Orchidee ins Apex Center. Scheiße, sie wollen Brown erledigen. Er ist ihr eigentliches Ziel. Ich habe nachgeforscht. Komm in mein Apartment und erklär's mir da. Ja. Dann gucken wir wieder mal. Da sind noch Computer, da steht noch Computer, da steht nicht einer rum. Oben kniet jemand. Da ist Hacker Software. Da liegt da hinten nicht noch. Ah ja. Noch mehr Hacks. Ach komm, dann nehmen wir das mal mit. Oh, egal. Oh, noch mehr Munition. Ist ja cool. Das brauche ich nicht mehr. Da oben, das ist alles. Blickt mir das ein bisschen zu viel. So, mal hier nochmal einen Rundblick machen. Okay, da sind alle an der Wand. Nö. Da liegt die Kohle. Und ansonsten. Ist ziemlich leer hier. Na gut, dann machen wir jetzt unseren Abgang hier über. Genau, und tschüss. Okay, das war nicht tief genug, oder doch? Keine Ahnung. Jetzt mal alles nachladen hier. Ist voll? Wollt ihr nicht? So.
Ja, genau. Da lang. Ach, da sind wir rausgekommen, ja klar. Gar nicht im Bahnhof rauskommen. Theoretisch. Schauen wir mal. Jo. Das ist ja easy, ne? Ja, schade, dass man das aus dem Hinweg nicht auch so machen kann. Ja. So, wir müssen nach Hause, hat er gesagt. Das ist da unten. Und wir latschen immer wieder zu Fuß. Also meiner Ansicht nach hätten sie das hier auch noch so merken können, dass man hier links und rechts noch in die Türen ran kann. Und da vielleicht liegt da hier noch einmal drin, was man gebrauchen kann. Ja, wirklich. Ne? Aber, naja, okay. So. War hier jetzt noch irgendwas im Weg? Vorne liegt einer rum. Ah, Stufe 1, das werden wir doch wohl hinkriegen. Da wäre natürlich cool, aber egal. Ja. Oh, das passt aber. Zugriff gewährt. Ja, wenn wir jetzt mal hier sind, dann kriege ich irgendwie mal hin. Ja. Ja, ist klar. Scheint wohl für Mitarbeiter zu sein, schätze ich mal. Weil sonst will er ja nicht kein Türcode vor. So bescheuert sowas, ey. Hände waschen. Ja, dann ist das. Da drüben war ich schon drin. Da war ich auch schon drin. Immer noch faul in der Gegend rum. Ja, genau. Schon wieder eine Energiezelle. Oh, der frisst Energiezellen nur, als wenn das kein Morgen mehr gibt. Ja. Rinde mal einmal quer über Platz, ne? Mir fehlen noch 4 Vergehen für meine Quote. Quote. Komm schon, Opti, versieß mir den Tag. Ja, kann ich gleich machen. Nein, mache ich natürlich nicht. Ja. Nein, das mal. Nein, nein. Was? Wurde was oder so? Was ist mit dem Tag? Ja, da war auch wieder von Steng, wo die Müde. So. Ich hab das Tarn auf dem Kopf. Über mal nach Hause gehen. Beziehungsweise suchen wir nochmal unseren Kumpel, den Händler, auf den Unfreundlichen da. Biozellen, vorhanden Biozellen, ja. Alter, du willst Waffen, ja? Du willst Waffen? Könnte interessant sein. Ich verkaufe Waffen. Ja, hab ich mitgekriegt. Kauf mir was ab. Kauf mir was ab, sagt er.
Also erstmal verkaufen, dann bevor wir was kaufen wollen. Ja, okay. Ah, das werde ich verkaufen. Das brauche ich nämlich nicht. So, ziehen brauche ich nicht mehr. Ach komm, weg damit. Normale Munition brauche ich auch nicht mehr. Da habe ich schon 600, 700, ne, 600 Dinger von drin. So, die brauche ich auch nicht. Noch etwas, was ich nicht brauche. Normalerweise brauche ich die auch nicht. Also, ich habe. Ah, ne, das ist panzerbrechende Munition da oben. Zwei, da habe ich 400, 600 Schuss davon und. 100 und 100 da, 154, 104 davon, da habe ich auch reichlich von, ach komm, geschenkt. So, mal gucken, was er hat. Der hat Schmerzmittel und Praxiskit, ja, klar. Da brauchen wir nichts von. Wir können, obwohl, panzerbrechende Munition, ach, das Lange, was ich habe. Das reicht dicke. Nachholen. Dann verschwinde von hier. Ja, ich bin ja schon weg. Und tschüss. Ich habe alles, was ich brauche. Dann verzieh dich. Beim nächsten Mal vielleicht. Vielleicht beim nächsten Mal, genau. So. Ja. Und tschüss. Und auf die Treppe. Wieso regnet das eigentlich schon wieder? Eben hat es nicht geregnet, jetzt schüttelt das schon wieder. Das ist unglaublich hier. Alter. Wir haben uns geirrt, Adam. Browns finanzielle Lage ist nicht so rosig, wie wir dachten. Er verliert Billionen, wenn das Humanrestitutionsgesetz durchgeht. Das ergibt keinen Sinn. Millionen vertriebener Optis werden nach Rabia pilgern. Und die Stadt kann sie nicht versorgen. Brown hat Investoren einen Traum von einem Unternehmensstaat verkauft, wo Gleichgesinnte sich selbst regieren und Investoren den Profit abschöpfen. Das widerspricht irgendwie dem Konzept einer Weltregierung. Und wenn es scheitert, gehen Brown, Santo und alle anderen, die den Illuminaten im Weg stehen, unter. Also wollen sie die Konkurrenzvision und ihr Augmentierungsproblem mit einem Schlag vernichten. Brown hat eine Kampagne gegen das Gesetz geführt? Ja, und anders als Rucker hat er das Geld und den Einfluss dazu. Was ist mit der Probe der Orchidee? Matschenko schmuggelt mehr davon nach London. Konntest du sie analysieren? Ob du es glaubst oder nicht, es ist keine Biowaffe. Zumindest soll es keine sein. Es ist eine Droge zur Genombearbeitung. Sie löscht das Gen, das für die Augabstoßung verantwortlich ist. Augabstoßung? Darum habe ich überlebt. Ich leide nicht am Abstoßungssyndrom. Was? Heißt das, du brauchst keinen Neuropuzin? Scheiße, Mann, dann bist du... Einer in einer Milliarde, ich weiß. Die Orchidee, Alex, du sagst, sie soll gar keine Biowaffe sein? Genau. Die Dateien, die du mit Janus aus dem Tresor geholt hast, legen nahe, dass Reeds Team mit der Orchidee noch nicht fertig ist. Das gelöschte Gen soll durch ein künstliches ersetzt werden, das Augmentierungen akzeptiert. Aber bis dahin ist sie tödlich. Im Darknet kursieren Bilder von Ruckers Leiche. Wenn Brown und seine potenziellen Investoren eine Dosis abkriegen und Pikes Bilder von ihnen zeigt, ist das eine starke Botschaft. Ich sollte Miller warnen. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Ich komm schon klar. Wenn die Taskforce in London eintrifft, halt mich auf dem Laufenden. Man kann nie wissen. Viel Glück, Adam. Und pass auf dich auf. Miller, hier Jensen. Arbeitet MacCready noch an dem Plan für London? Wir haben nämlich eine neue Variable. Sagen Sie es ihm selbst auf dem Flugfeld von TF-29. Wir sind unterwegs. Verstanden. Wie komme ich dahin? Verdammte Ausgangssperre. Gehen Sie zu Chicane. Der fliegt Sie hin. Miller out. Ja, denn geht das jetzt gleich nach London. Mach erst mal die Tür zu machen. So. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video und dann geht's nach London und dann geht das in die letzte Runde. Schauen wir mal, wie das da wird. Bis dahin und tschüss.